bin Thomas Bestvater. Und ich bin Ferdinand Dörfler. Zusammen sind wir Mo und Bill. Zwei Privatdetektive auf der Suche nach dem besten Angebot. Für Mobilcom Debitel. Wie schlau ist das denn? Für Mobilcom Debitel oder für die Freenet Group die größte Kampagne, die wir jemals gemacht haben. Produktionsvolumen knapp 1 Million Euro. Das ist ein bisschen Krimi, den man da dreht. Das ist wahrscheinlich sogar für die Werbung relativ ungesehen und einzigartig. Ich denke, das kann dargestellt werden. Wir sind hier mitten in Berlin und drehen für die neue Kampagne für Mobilcom Debitel. Es ist eine multinationale, in der ganzen Welt bei YouTube wahrscheinlich zu sehende Monsterkampagne. Wir drehen diese 500 Seiten. Irgendwie sowas in Richtung 18 Filme für das ganze Jahr. Mo und Bill, das sind zwei Privatdetektive, die dort drüben den Shop ausspionieren. Und entdecken immer wieder die neuesten, cleversten Angebote von Mobilcom Debitel, stellvertretend für die Kunden. Komisch, die Leute reden immer weniger miteinander. Dabei gibt es doch so viele interessante Themen. Bei denen kannst du mit allen über alles reden. Ja, er ist der coole, ne? Der coole Typ. Und mein Vorgesetzter, oder Boss. Ihm gehört das Auto. Ne? Ich will auch so cool sein, und, aber es geht immer ein bisschen daneben. Haben wir noch mal Zeit zum Reden? So von Mann zu Mann. Hm? Wie geht's eigentlich deiner Frau? Hat sich scheiden lassen. Wenn du quatschen willst, geh darüber. Ja, ich plaudere schon immer ganz gerne. Schon, ja, ist immer ein bisschen schwierig, ihn aus der Reserve zu machen. Und dein Hund? Hat sie mitgenommen. Oh. In dem Fall ist der Bill und nicht der, der immer essen muss. Und es ging noch. Also mir ist noch nicht schlecht oder so. Ich war gestern Abend auch ziemlich platt, weil ich dann mindestens 20 Donuts zumindest angebissen habe. Man braucht immer den Kontrast, man will dann wieder was Herzhaftes, wenn man da so süßes Zeug essen muss. Und, aber am Abend hatte ich auch das Gefühl, ich brauche jetzt nichts mehr, weil ich habe eh den ganzen Tag gegessen. Ist aber hart, ja? Wir haben noch eine Szene, wo er ein Ei dann auf dem Armaturenbrett aufklopft und denkt, es ist hart gekocht, ist es aber nicht, es ist roh. Damit wir aber verschiedene Stadien haben vom Runterlaufen, wenn der Regisseur es langsamer runterlaufen lassen möchte oder schneller, machen wir verschiedene Stadien. Also wir machen 1 Minute, 2 Minuten, 3 Minuten und so weiter, markieren diese Eier und dann machen wir Tests und dann wissen wir, welches Ei am besten ist. Da ist es halt super. Und dann heißt es das. An den Händen auch, wie es da runtertropft. Komplett überbewertet. Aus den verschiedenen, das ist übrigens der Regisseur gewesen. Das ist ein ziemlicher Witzbold. Ich wollte mich entschuldigen. Wofür? Ich habe gerade heute erfahren, ist als Witzschreiber angefangen. Kann man ja sehen, wo man dabei endet. Rufen Sie für mich an. Voten Sie mich raus. Ich bin sehr froh, dass wir das mit ihm machen, weil Tobi Baumann ist, glaube ich, ein ziemlich ausgefuchster Komödien- oder Sketch-Regisseur. Also macht viel Comedy, und das ist genau das Sujet, was wir hier in den Spots auch verfolgen. Die haben irgendwas, was die anderen nicht haben. Mann, ist das heiß. Was machst du da? Ich denke, dir ist heiß. Das ist toll, wenn man erlebt, wenn so Gedanken, die erstmal nur im Kopf, dann auf dem Blatt Papier sind, wie die dann auf einmal anfangen zu leben. Soll ich uns ein Eis holen? Hm? Das ist natürlich faszinierend, das mitzuverfolgen. Irgendwie läuft's. Ich hab auch schon ein ganz komisches Gefühl, es läuft einfach zu gut. Jetzt fängt die Kampagne an zu leben, buchstäblich. Hast du eigentlich schon mal eine neue Handynummer? Nö. Gut. Alle Netze. Alle Handys. Alle Tarife. Alles unter einem Dach. Wie schlau ist das denn?